nach der erfolgten visuellen Prüfung der korrekten Zusammenlegung beider Punktwolken im lokalen System kommen wir zum nächsten Schritt im PointCap. Für die weitere Bearbeitung im CAD, in Archicad, brauchen wir einen Nullpunkt. Und hierfür müssen wir das ganze Projekt hier neu ausrichten. Für die Bearbeitung in der BIM Building Information Modeling Planungsmethode benötigen wir einen Nullpunkt, der meistens auf der Oberkante fertig Fußboden 00 im Erdgeschoss gelegt wird. In unserem Fall sehen wir hier den Boden, Erdgeschossboden, hier im Längsschnitt und hier im Querschnitt, in der Queransicht und in der Längsansicht, und sehen hier, hier eine markante Ecke, die man bevorzugt für die Projektausrichtung nutzen würde. Das heißt, in unserem Fall werden wir das Projekt neu ausrichten, indem wir einen Nullpunkt setzen und diesen hier an den Kanten ausrichten auf der Höhe Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss. Die Projektausrichtung erfolgt, indem man im Werkzeugkasten auf dieses Icon drückt, und damit können wir jetzt irgendwo den Nullpunkt und auch die Drehung festlegen und sehen jetzt auch, nachdem man das hier abgelegt hat, dass wir hier in den Transformations- und Ausrichtungsparametern auch schon die Lage sehen, die Verlegung. Insofern kann man auch gucken, wo ursprünglich der Nullpunkt war, indem man hier auf 0 drückt, und dann sehen wir, dass der Nullpunkt nämlich hier ganz weit weg war. Wir können auch jederzeit hier das Ganze auch nochmal löschen. Ja, und wir wollten ja hier in die Ecke unseren Nullpunkt setzen. Das heißt, wir gehen noch einmal hier Scan-Projekt ausrichten, zoomen uns hier ein bisschen rein, legen mit der linken Maustaste einmal klicken die Projektausrichtung ab, und dann können wir die Länge der Pfeile nochmal bestimmen. Die auch vom, oder mit der Umschalttaste können wir auch hier die Sprünge in 45 Grad Schritten festlegen. Ich lege mal hier das Ganze mit der Länge hier ab und prüfe jetzt nochmal, ob wir hier Y haben. Ja, Y ist, stimmt hier mit überein, und prüfe auch nochmal zur Sicherheit, dass mein X auch hier übereinstimmt mit der Information in der linken unteren Ecke, sodass ich hier keine Verdrehung bekomme, die nicht gewollt war. In den anderen Ansichten kann ich dann nochmal auch mit der Umschalttaste gedrückt die Lage in der Z-Achse definieren, kann auch nochmal hier prüfen, ob das stimmt mit der Z-Achse, und bin dann zufrieden mit der Ausrichtung. Sehe hier die Werte, die Transformations- und Ausrichtungsparameter, und sehe auch schon, dass unsere Punktwolke in Agisoft eigentlich auch schon richtig in Bezug auf die Synagoge im rechten Winkel ausgerichtet worden ist. Wenn man dann zufrieden ist mit der Projektausrichtung, stößt man diesen Prozess hier an, indem man Scan-Projekt ausrichten drückt, und jetzt werden alle Jobs verloren gehen, und das muss man dann jetzt noch einmal bestätigen, und jetzt wird das Projekt nochmal ausgerichtet, der Nullpunkt, und die ganzen Voransichten werden noch einmal gerendert. Die Voransichten wurden jetzt neu gerendert, und zur Prüfung können wir noch einmal hier mit dem Werkzeug in die Ecke gehen und einmal hier erneut das Werkzeug absetzen, und dann können wir nämlich hier zur Prüfung nochmal schauen, ob wir wirklich jetzt hier im Nullpunkt im ungefähr bei 0 sind. Das kann man hier nochmal fein justieren, und wir erkennen jetzt, dass das Projekt in der Ecke in der Tat ausgerichtet worden ist. Das heißt, wir können das jetzt hier gerade mal entfernen. Wir haben ja keine Neuausrichtung vor, und können zum abschließenden Punkt kommen, der Sortierung der Scans in Clustern. Und dann Erstellung von Ansichten, Schnitten, Grundrissen und Delta und Mergern. Um die Eingruppierung in Cluster vorzunehmen, werden wir
noch einmal in die Einstellungen wechseln, um die Scan-Kolorierung nochmal von Cluster auf Höhe umzustellen, damit wir noch eine bessere Kontrolle visueller haben über die Lage der Scans, und gehen jetzt hier in den erweiterten Importer, wo sich die Cluster befinden, und öffnen diesen hier und machen jetzt neue Cluster, und wir fangen damit an, dass wir jetzt ein Cluster Synagoge Erdgeschoss anlegen und legen jetzt alle Scans aus dem Erdgeschoss, die wir hier auch in der Farbkodierung nochmal prüfen können, alle grün und in der Benennung, weil sie ja auch korrekterweise richtig benannt worden sind im Register. Und jetzt können wir sie mit der linken Maustaste anfassen und per Drag and Drop hier reinschieben. Und damit haben wir jetzt die Scans hier in einen neuen Cluster. So verfahren wir jetzt weiter. Die Einteilung in die Stockwerke konnte ganz leicht vorgenommen werden, und auch die Mikwe konnte schnell einsortiert werden, weil die Benennung der ESM50-Punktwolken das auch nochmal zugelassen hat. Wenn wir jetzt über den Außenraum sprechen, die ganzen Scan-Positionen, dann haben wir hier ein bisschen mehr Probleme, weil wir jetzt hier eine Einteilung machen wollen in Synagoge, Außenrand und die Synagoge, also eigentlich alle Scan-Positionen, die wirklich in unmittelbarer Nähe zum Bauwerk sich befinden und die trennen wollen von den weiter entfernten Scan-Positionen. Das heißt, wir müssen jetzt hier schauen, wo wir uns hier bewegen. Es fängt an hier mit 9. Die 9 gehört nämlich auch hier in die Außen rund um die Synagoge. Dann haben wir die 28, 29, 26, also 28, 29, die beiden auch rund um Synagoge, 14, 16, 7, 7, 16 und 14 und 15, 0, 5, 15 und weiter hier 19, 20, 21, also ab 19 diese ganzen hier orangenen bis 24 und 28 haben wir schon drin. Damit kann ich das Ganze nochmal hier gegenprüfen, ob wir wirklich alle haben. Wir haben die 9 und die 7, 9 und die 7 hier. Und dann 14, 15, 16, 14, 15, 16, die drei hier, dann die 26, fehlt mir noch die am Eingang, direkt in der Türschwelle, die ist falsch oder nicht ordnungsgemäß zugeordnet, die gehört nämlich 26 schon fast ins Innere, also rund um die Synagoge tun wir sie jetzt mal rein, und 05, 05 gehört auch noch hier rein und 03 belassen wir außen. So, das wäre die erste Vorsortierung. Die anderen Scans bleiben auch alle draußen und damit hätten wir jetzt hier die restlichen in den restlichen Außenraum gepackt. Das ist jetzt leer, kann man auch löschen. Add für eine Cluster kommt die Meldung, dass wir permanent die Scans jetzt löschen würden. Und das wäre unsere Sortierung, die wir jetzt auch wieder umschalten können unter Einstellungen auf Cluster. Und dann sehen wir nämlich die farbliche Zuordnung, die sich hier auch widerspiegelt. Dann kann man das nämlich jetzt nochmal schön sehen, ob wir wirklich jetzt rund um die Scans 18er könnte man noch mitnehmen, das tun wir, und den 25er. Also 18er geht nochmal hier rein und 25er auch.
Und dann können wir das nochmal hier sehr schön mit der Farbe prüfen, ob wir alle Scans, die direkt drum um das Objekt gemacht worden sind, mitgenommen haben oder nicht. Man kann jetzt auch direkt sagen, hier über rechte Maustaste, dass diese Cluster deaktiviert sein sollen, dann werden sie auf grau gestellt und hier bei uns dann mit der Umrandung, mit der Kontur. Und Mikve wollen wir auch ausstellen, brauchen wir nicht, wir wollen uns auf das Objekt hier konzentrieren. Nachdem das Projekt nun ausgerichtet ist und die Scans nach den Bereichen einsortiert worden sind in die Cluster, kann man mit dem Anlegen der Schnitte und Grundrisse beginnen. Wir beginnen hier erstens mit einem Schnitt hier noch einmal durch den Eingang. Hier sollte man darauf achten, dass man die Schnitte so legt, dass man durch Öffnungen schneidet. Und die Länge muss man auch nochmal hier prüfen. Dann zur Benennung kommen wir nochmal später. Wir würden jetzt noch ein paar hier Anpassungen vornehmen in der Höhe. Wenn man das nämlich einmal hier vorgenommen hat, kann man so einen Schnitt hier immer wieder duplizieren. Dann muss man den nicht jedes Mal anpassen. Und von der Länge her muss er hier ein bisschen länger werden. So. Das wäre ein Schnitt. Dann könnten wir den auch gleich duplizieren. Dann werden wir gefragt, mit welchem Versatz, Parallelversatz. Wir könnten sagen 1 Meter oder auch 0. Wir machen 1 Meter, dann springt dieser Schnitt um 1 Meter nach rechts. So könnte man jetzt in verschiedenen Abständen verschiedene Schnitte hier anlegen. Wir würden den jetzt auch hier mittig durch die Beamer legen und so, dass dieser Schnitt hier auch schön durch die Wand schneidet, sodass wir die Information zur Wand bekommen. Und weiter geht es, wir kopieren wieder einen Schnitt und jetzt liegen hier zwei übereinander. Den werde ich jetzt einmal hier drehen an dem Punkt und ausrichten in die Längsrichtung hier. In der Mitte kann ich ihn auch hier verschieben. Wir schieben hier auch in die Mitte, wo wir den Balken vom Dachboden noch sehen und hier den Abschluss vom Dach. Und auch hier kann man auch die Blicktiefe bestimmen. Man kann die Blickrichtung auch hier über rechte Maustaste auch drehen, dass man in die andere Blickrichtung schaut. Es ist vor allem dann vom Interesse, wenn wir Ansichten generieren. Und das tun wir jetzt in dem nächsten Schritt. Wir gehen wieder hier und erstellen hier an der Fassade eine Ansicht. Gehen hier in die Tiefe, damit wir das gesamte Dach auch erfassen können. Das Dach hat nämlich hier eine Neigung und die will ich in meiner Ansicht auch sehen. Deswegen muss ich bis hierhin gehen und muss dann hier, weil ich was Neues gemacht habe, wieder die Höhe anpassen. Das ist ein bisschen nervig bei Point Cap, aber üben wir Nachsicht. Das Programm bietet uns sonst tolle Möglichkeiten, hier zu arbeiten. Hier müssen wir die Blickrichtung umkehren, weil wir in die Richtung natürlich schauen wollen mit der Ansicht und gucken nochmal, ob wir hier in der Höhe auch richtig sind und in der Tiefe. Ja, damit haben wir hier eigentlich in der Ansicht auch diese Stelle hier. Das wäre eine Ansicht. Schnitte haben wir zwei angelegt. Jetzt gucken wir uns noch eine andere Sache an. Eine Delta-Analyse. Das ist nämlich hier unten dieses Werkzeug Delta zu Ebene. Damit kann man farblich darstellen, ob eine Wand gerade ist oder nicht. Wir erstellen dieses Werkzeug mit dem Werkzeug hier die Delta-Analyse und bei der Delta-Analyse ist es nur von Bedeutung, dass der rote Mittel, dass die rote Mittellinie, mit der wir Delta gezeichnet haben, dass diese, da sehen wir nämlich, dass die Wand auch hier schön kippt.
Und dieser rote, der rote Strich, der muss nämlich genau am besten in der, im Schwerpunkt der Wand, die jetzt hier natürlich auch kippt, liegen. Das tun wir, indem wir am besten hier so verfahren, dass wir das auch hier ein bisschen kippen, so. Und unsere rote Linie liegt irgendwie so im Schwerpunkt der Wandlinie, die man hier erkennt. Des Weiteren ist es ganz wichtig bei Delta, dass wir im Schnittbereich die gleichen Abstände zu beiden Seiten haben. Und hier würde ich vorschlagen, dass wir Komma, Komma 5 cm oder 10 cm machen. Und in die Richtung gehen wir auch mit Komma 10 cm. So, das wäre unsere Einstellung für die Delta-Analyse. Wir sehen auch hier müssen wir schauen, dass wir diese ganze Wand hier mitnehmen, die da wegkippt. Das heißt, würden wir jetzt hier zu eng sein, müssten wir den Schnittbereich vergrößern. Und zum jetzt wechseln wir, um die Grundrisse zu erstellen, in die Seitenansicht und gehen wieder mit dem Werkzeug hier Grundriss und Schnitt rein und definieren diesmal ungefähr in 1 Meter Höhe. Das sehen wir auch schön hier, in welcher Höhe wir sind. Das ist ja die Z-Achse. Wenn ich jetzt hier auf 1 Meter gehe, dann sind wir genau, das war unser Nullpunkt, dann sind wir genau in 1 Meter Höhe. Ein Grundrissschnitt ist meistens standardmäßig in 1 Meter Höhe. Wir sollten schauen, dass wir das hier auch einmal so einstellen und dass wir hier tick unter dem Fußboden hier schauen. Dann kann man das Ganze noch in Top-Ansicht prüfen. Unser Grund ist natürlich viel zu lang. Muss man hier auch noch anpassen. Wir könnten auch spaßeshalber die Scans mal ausschalten, dass wir hier ein bisschen bessere Übersicht haben. Und gehen nochmal hier in die Kachelansicht und drücken mal hier auf unseren Grundriss und dann kann ich den hier auch sehen und kann den hier auch anpassen. Dann wechseln wir wieder hierhin und kopieren nun diesen Grundriss, duplizieren, Parallelverschiebung um 1 Meter. Dann sehen wir, dass der jetzt nach 1 Meter nach unten gewandert ist. Jetzt können wir hier, der ist auf Nullebene jetzt, könnten wir auf 2 Meter gehen. Nochmal hier auf 2 Meter. Dann sind wir jetzt, wir wollen aber noch höher. Wir wollen nämlich hier auf der Empore blicken und das tun wir am besten, indem wir hier so drauf schauen und dann duplizieren wir das Ganze noch einmal, sagen diesmal aber vielleicht minus 1 Meter, damit es nach oben geht und gehen dann hier auf den Dachstuhl und gucken auch hier, dass wir mit diesem Grundriss hier auf den gesamten Boden schauen. Genauso wie wir die Delta-Analyse jetzt für die Fassade gemacht haben, könnte man sie auch im Grundriss anlegen, um die Unebenheiten eines Bodens zu erfassen. Damit haben wir jetzt hier ein paar grundlegende Sachen angelegt. Um der Vollständigkeit halber legen wir auch noch mal einen Lageplan. Da wollen wir nämlich genau diese Ansicht, die wir jetzt gewohnt sind aus der Vorschau, auch noch mal rausrendern und als Planungsgrundlage benutzen. Dazu gehen wir hier unten auf den Merger und stecken jetzt hier mit der gedrückten Umschalttaste, kann ich dann im rechten Winkel auch sein, stecken wir hier das Feld ab. Und das ist dann unser Merger. Das ist der Ausschnitt, der dann komplett, wie hier dargestellt, mit diesem Röntgenbild rausgelesen wird. Damit kommen wir schon zu dem Punkt, dass man jetzt hier die Sachen alle nochmal richtig benennen sollte. Lageplan. Und dann gucken wir uns die anderen Sachen an, am besten in der Kachelansicht, damit wir wissen, wo wir sind. Das ist das Dachstuhl. Den würde man jetzt hier umbenennen in Grundriss, umbenennen
Dachstuhl, Grundriss DG. Dann sind wir hier im Grundriss Empore. Und hier unten wären wir dann im Layout im Grundriss EG. Die Delta-Analyse belassen wir erstmal mit den Namen. Wir könnten aber auch sagen, umbenennen Delta Südfassade. Und bei den Schnitten, das ist jetzt die Ansicht gewesen, das ist die Ostansicht. Ost. Und bei den Schnitten sind wir jetzt gerade, um mich zu orientieren, in dem Längsschnitt. Wir haben hier einen Längsschnitt und hier Querschnitte. Dann, ich nenne es jetzt aber hier einfach der Einfachheit halber Schnitt 1,1. Und hier Schnitt 3,3 und der hier durch die, bei mir was nicht passt, kann ich auch nochmal umbenennen in 2,2 und machen den hier zum 3,3. So, jetzt würde man das Ganze natürlich noch erweitern und viel mehr Schnitte nochmal anlegen. Wir stoßen jetzt erstmal den Prozess einmal an. Bevor man dies tut, spielen jetzt die Cluster uns in die Hände. Wir können jetzt bei den ganzen Sachen auch sagen, was wir für die Berechnung brauchen. Und beim Schnitt 3,3 wissen wir, dass wir eigentlich nur, also Mikve und Synagoge Außenraum gar nicht brauchen. Und die anderen Sachen behalten wir. Beim Schnitt 2,2 das gleiche, beim Schnitt 3,3 das gleiche, 1,1 das gleiche. Bei der Ansicht ist es so, dass wir natürlich nicht die Dachgeschoss, Empore und Erdgeschoss brauchen, sondern wir brauchen nur Außenraum rund um die Synagoge und die Drohnendaten. Und bei der Delta-Fassade, bei der Delta-Analyse hier ist es so, dass wir bei den Scan-Daten auch nicht Dachgeschoss, Empore und Erdgeschoss brauchen, sondern nur Außenraum rum und die Synagoge und die Drohnendaten. Beim Grundriss ist es wiederum anders. Da können wir, na gut, hier brauchen wir die Daten von der Außenwand, deswegen behalten wir das so. Und bei den anderen brauchen wir ebenfalls die, den Außenraum rund um die Synagoge. Das heißt, das bleibt alles so und bei diesen Scan. Es ist bei Merger, es ist einfach wichtig zu wissen, dass da alles mit berücksichtigt wird, damit wir diese Röntgenbilder bekommen. Jetzt würde man das Ganze anstoßen, das können wir hier alle Jobs berechnen und dann sehen wir, gucken wir uns die Ergebnisse nochmal an. Die Jobs wurden noch nicht angestoßen, sondern um weitere hier ergänzt. Um hier sicherzustellen, dass wir richtige Plangrundlage auch später haben, haben wir jetzt das Ganze ein bisschen umbenannt in Querschnitte und Längsschnitte. Längsschnitte in die Richtung, Querschnitte in die kürzere Richtung. Und dann haben wir geschaut, dass diese im Lot liegen. Das heißt, dass die alle im Winkel 90 oder 180 sind, wie hier. Das ist jetzt auf 180 zu setzen noch. 180 und dass die alle nochmal hier auf 0, dass die Winkel stimmen und dass die Schnitte, die wir angelegt haben, durch alle relevanten Bauteile durchgehen. Das heißt, alle Öffnungen und wir haben jetzt auch hier Ende von der Empore hier nochmal durchgeschnitten, hier und auch durch die Wände und durch alle Öffnungen, die relevant sind, sodass man dann beim Modellieren stets auf die Informationen zugreifen kann aus den Ortho-Fotoplänen. Jetzt haben wir das Ganze hier auch richtig genannt. Hier, kleiner Fehler noch. Und dann würden wir das Ganze jetzt hier anstoßen. Bevor wir das tun, können wir hier nochmal Speichern drücken und würden dann jetzt das Ganze
erst einmal schließen. Wir sehen jetzt hier in unseren Ordner die verschiedenen Projektordner, die die Arbeitsschritte nochmal dokumentieren. Der letzte Stand ist hier in dieser Datei, die immer länger im Namen wird. Das ist nämlich nochmal zur Sicherheit hier nochmal abgelegt und gespeichert. Der Stand mit den ganzen Grundrissen, Schnitten, Ansichten, Delta und Lageplänen. Und das würden wir jetzt hier einfach anstoßen und auf die Ergebnisse dann warten. Die Ansichten, Grundrisse und der Lageplan sowie die Delta-Analysen wurden jetzt hier berechnet. Und wir werden jetzt einen kleinen prüfenden Blick reinwerfen, wechseln hier auf Vollbild und gucken uns einen Längsschnitt nochmal hier an, Querschnitt mal an und gucken mal hier in einen Längsschnitt, gucken uns eine Ansicht an und sehen hier einen ersten Fehler. Wir wollen natürlich in der Ansicht nicht den Innenraum abgebildet bekommen. Hier scheint anscheinend sind irgendwie Scans berücksichtigt worden, die in den Innenraum einen Einblick hatten. Und das müssen wir dann nochmal bereinigen. Wir können nochmal uns andere Ansichten angucken. Diese ist einigermaßen gut. Aber die Südansicht hat das gleiche Problem, dass wir in der Ansicht den Innenraum sehen. Und die Nordansicht ebenfalls. Wir gucken hier von hinten und sehen den Innenraum. Hinzu kommt, dass wir uns noch den Lageplan angucken können. Der wird als PNG gerechnet. Und wird als PNG auch gleich geöffnet. Und die Delta-Analyse der Südfassade ist ebenfalls nicht gut. Anscheinend war der Schnittbereich zu gering. Insofern gucken wir uns die Sachen nochmal hier im Detail an. Wir schließen hier die Fenster, kommen nochmal zu den Standardsansichten und wechseln jetzt in den erweiterten Importer und gucken uns bei der Ansicht Ost, die uns nicht gefällt, weil man in den Innenraum anscheinend noch reingucken kann, welche Scans hier herangezogen worden sind, und öffnen diese hier. Das sind einmal diese hier aus der Drohne und die Synagoge außen, rund um die Synagoge, und gucken uns das Ganze hier an. Am besten schalten wir auch gleich den Merger aus und gucken uns jetzt die Farbgebung an. Die sind farblich jetzt nach dem Cluster sortiert. Insofern gelb ist alles, was wir herangezogen haben. Die Base sieht man nicht, weil das ja diese Blöcke sind, die wir in 50 Meter Blöcke unterteilt haben. Wir sehen, dass hier dieser Scan und der Scan wahrscheinlich in den Raum reinguckt und der ebenfalls. Das können wir jetzt auch prüfen, indem wir hier auf Panorama gehen, und dann kann man direkt in dieses Panorama einsteigen, und dann sehen wir nämlich das Problem, dass dieser Scan ebenfalls hier in den Innenraum schaut. Und das gleiche können wir jetzt auch noch einmal hier prüfen, und auch dieser Scan, auch wenn hier alles dunkel ist, hat natürlich Einblick gehabt und hat hier diese Wände erfasst. Und zu allerletzt hier noch die Prüfung. Natürlich macht es auch Sinn, dass diese Scans gemacht werden bei offenen Türen, weil man dann bessere Verbindung machen kann. Es ist auch vom Vorteil, wenn man einmal mit zugemachter Tür und einmal mit offener Tür das Ganze rendert, weil dann kann man nämlich hier die Scans besser zuweisen, und so hätte man für die Ansicht auch eine Ansicht mit zugeschlossener Tür. Das haben wir jetzt in unserem Fall nicht gemacht, insofern müssen wir mit dem umgehen, was wir so haben. Das heißt, wir müssen jetzt hier Scans umverteilen, und wir werden diese Scans jetzt dem Grundriss zuteilen, wobei dann hätten wir auch das Problem, dass wir bei den Grundrissen diese auch noch mit berücksichtigen. Das muss man auch bedenken, wobei bei den Grundrissen haben wir in unserem Fall die Begrenzung auch gehabt, der Scanner würde noch mitkommen, der hier dann nicht mehr, der wird hier gar nicht angezeigt.
Insofern werden wir diese jetzt verschieben, die Scan-Position 14 und 26 kommt jetzt bei uns ins Erdgeschoss und 26 und die verschieben wir jetzt, die 25 verschieben wir jetzt in die Empore. Jetzt müssen wir die Ansicht hier duplizieren, die wollen wir nämlich einmal so belassen zur Kontrolle und machen jetzt hier zum Beispiel Ansicht Ost neu. Duplizieren. Wichtig ist, dass wir hier keine Verschiebung machen, sondern wirklich sagen, gar keine Verschiebung, sondern die bleibt an der gleichen Position und schreiben hier neu. Und diese landet hier ganz unten und dann sehen wir ein Problem, was wir beheben müssen. Die Scans, die wir aus der Synagoge außen rund um die Synagoge verschoben haben in die Empore und Erdgeschoss, sind immer noch aktiv. Das sehen wir hier und das muss man jetzt, die muss man jetzt händisch ausschalten. Und jetzt können wir hier einmal die neue Ansicht berechnen lassen. Die Ansicht Ost-Neu ist jetzt berechnet worden. Wir gucken uns diese einmal an, in groß, und können jetzt mit dem Ergebnis zufrieden sein. Wir sehen hier keine Störung in der Ansicht, wir sehen jetzt nicht den Innenraum durchscheinen. Zum Vergleich noch einmal hier davor, die alte, mit der Störung hier. Das heißt, das gleiche werden wir dann auch nochmal für die anderen Ansichten machen. Die werden wir neu errechnen mit der neuen Scan-Position-Zuweisung. Da müssen wir die Häkchen alle nochmal abwählen und gehen erst einmal nochmal die Delta-Ansicht und die Verformung, also die Darstellung der Verformung der Wand, und stellen fest, dass wir hier eigentlich keine zufriedene Lösung haben. Deswegen gehen wir nochmal zurück in die Top-Ansicht, gucken uns nochmal hier unser Delta an und vergrößern jetzt, wir machen das jetzt am besten, indem wir einfach hier diesmal nicht duplizieren, sondern einfach ändern. Ja, und jetzt gehen wir hier rein und sagen minus 20 und 20 cm in die Richtung. Das heißt, wir vergrößern den Schnittbereich und gucken uns dann noch hier die Prozessierung, und hier wäre jetzt vom Vorteil, wenn wir bei der Delta-Analyse diese Scans jetzt hier auch noch ausschalten, die wir verlegt haben, wobei der 14er, gucken uns das nochmal an, der 26er und der 14er können wir auch schalten und dann gucken wir uns das Ergebnis nochmal an. Da sind nur 18 Scans. Das dürfte jetzt schneller gehen. In der Zwischenzeit können wir jetzt schon bei den Ansichten hier die Scans deaktivieren. Anscheinend geht das noch nicht, während wir hier die Berechnung haben. Jetzt sind wir soweit. Wir gucken uns Delta an. Und jetzt sehen wir hier, dass wir immer noch zu wenig, zu kleinen Schnittbereich haben. Deswegen kommen wir gar nicht so tief genug. Das heißt, wir müssen hier tiefer gehen als 20 cm. Sehen jetzt aber auch schon, dass wir sehen, dass hier etwas zu uns in unsere Richtung kommt. Und blau ist dann hinten versteckt. Das sieht man hier in der Prozessierung. Das heißt, hier würden wir jetzt weitergehen und würden sagen, dass die Wand tatsächlich hier sehr weit hervorkommt in dem Bereich. Das heißt, wir machen jetzt hier noch einmal Delta, ändern und machen jetzt hier minus 0,25 und 0,25 und bearbeiten jetzt, bevor wir das jetzt schicken, die anderen Ansichten. Zack.
bevor wir das, dann müssten wir jetzt hier auf Ändern drücken. Ja, und dann kann man hier die Häkchen deaktivieren. Auch hier ändern und so weiter. In der Zwischenzeit haben wir hier das, unser Delta nochmal angepasst und alle Ansichten nochmal kontrolliert und dann noch Draufsicht vom Dach und dann noch eine Draufsicht vom Vordach hier vorne erstellt. Die haben nämlich noch gefehlt und wir stoßen jetzt alles hier nochmal an. Jetzt haben wir hier alles berechnet bekommen und können das Ganze hier noch einmal prüfen. Zum Beispiel die Dachaufsicht aufrufen und sehen jetzt hier, dass wir eine saubere Ansicht hier vom Dach haben. Genauso hier für vom Vordach und Delta Südfassade ist jetzt auch richtig berechnet worden, komplett. Und insofern haben wir jetzt für die weitere Bearbeitung in einer CAD-Software alle weiteren, alle wichtigen Vorlagen, die wir jetzt im nächsten Schritt übergeben wollen, über eine Schnittstelle an Archicad. Zur Erinnerung, die ganzen Orthofotopläne liegen jetzt hier in den Projektordner. Wir sehen, dass sie hier alle in einem Info-Ordner zu sehen sind, die Bilder, und inklusive der Koordinaten für die richtige Positionierung. Wir haben ja das Projekt ja ausgerichtet. Das heißt, diese ganzen Pläne müssten genau ausgerichtet direkt in die CAD eingelesen werden. Und zusätzlich dazu haben wir in der Dokumentation die Delta-Südfassade, die hier dokumentiert hier nochmal vorliegt, und den Lageplan. Wir haben noch keine 3D, keine E57 Export gemacht, deswegen ist das Ganze leer. Und in diesen Ordner liegen, wie gesagt, die umgewandelten E57 in das Format LSD und dann die Projektdatei, die wir hier offen haben. Um eine Kommunikation und den Austausch zwischen PointCap und dem CAD-Programm, in unserem Fall Archicad, zu ermöglichen, müssen wir im ersten Schritt noch einmal unter die Einstellungen schauen. Unter Allgemein sehen wir ganz rechts Verbinde mit CAD-Anwendungen und hier definieren wir einen Austauschordner für das PointCap-Protokoll. Über dieses Protokoll kommuniziert PointCap mit der CAD-Software. Wir werden jetzt einen neuen hier anlegen, am besten hier in unseren PointCap-Tutorial-Ordner. Erstellen wir einen neuen Ordner. Dieser kann an beliebiger Stelle liegen und benennen den jetzt PointCap BIM M Tool Austauschordner. Und diesen Ordner definieren wir jetzt als den Ordner, über den wir kommunizieren wollen. Wir bestätigen und wechseln jetzt in die CAD-Anwendung zu Archicad. Archicad ist eine Open BIM Software-Lösung, mit der Gebäude nach der BIM-Methode modelliert werden können. Und Archicad kann auch 30 Tage kostenlos getestet werden und für Studierende, Schüler, Dozenten kann eine einjährige Lizenz kostenfrei beantragt werden, die dann jedes Jahr verlängert werden kann. Zusätzlich brauchen wir ein Add-on, PointCap for BIM M, ein Tool. Das BIMM-Tool ermöglicht uns, eine direkte Verbindung zwischen PointCap und Archicad herzustellen. Wir können über dieses Tool die Pläne, Grundrisse und Schnitte direkt importieren. Die sind dann auch schon ausgerichtet an den Projektursprung. Und wir können auch 3D-Punktwolken über das Tool in Archicad einladen, direkt aus PointCap. Archicad, wenn man Archicad 24 jetzt öffnet
und sagt hier ein neues Projekt. Dann werden wir gefragt, welche Vorlage wir benutzen wollen. Wir nutzen die ArchiCAD-Vorlage Geschoss, Oberkante, Fertig, Fußboden. Hier liegt unser Nullpunkt und bei den Arbeitsumgebungen kann man hier den Studentenkurs auswählen. Wir drücken auf Neu. Das Projekt öffnet sich. Wir bekommen jetzt nochmal eine allgemeine Information zu der Projektvorlage, die wir gewählt haben, in einer grafischen Form. Das heißt Geschoss EG. Und wir sehen hier, dass die Vorlage, die wir nutzen, Oberkante, Fertig, Fußboden, hier 0 ist. Und danach richten sich dann alle weiteren Geschosse. Wir können diese Information hier einfach auswählen und entfernen. Wir sehen jetzt, dass hier in dieser Szene ein Projektursprung auch da ist. Wir zoomen uns rein mit dem Scrollrad und mit dem gedrückten Scrollrad können wir hin und her schieben. Wir haben einen Projektursprung, das ist hier dieser X. Wir sehen, dass wir gerade in der Erdgeschossdarstellung sind und in der 3D-Perspektive werden wir noch nichts sehen, weil wir außer dem Projektursprung, wir befinden uns erstmal hier im Grundriss. Auf der linken Seite haben wir die Werkzeugleiste, die wir auch ein bisschen größer ziehen können, und auf der rechten Seite den Navigator. Im ersten Schritt müssen wir jetzt in unser Add-on, was hier bereits installiert vorliegt, reingehen und in dem BIMM-Tool öffnen wir die BIMM-Tool-Palette. Diese können wir auch hier per Drag-and-Drop an die Seite andocken und gehen hier in das Rädchen rein, in die Einstellungen und wählen jetzt hier wieder, sagen jetzt BIMM-Tool, wo der PointCap-Ordner liegt. Und hier brauchen wir den Austauschordner, den wir uns jetzt nochmal hier zur Verfügung, den wir uns jetzt hier mal holen. Und der liegt hier bei uns in dem PointCap Tutorial Ordner. Haben wir den Ordner hier angelegt, sagen hier, das ist dein Pfad. Über diesen hier sollst du kommunizieren und den Rest können wir jetzt erstmal bestätigen. Im nächsten Schritt werden wir gleich zu den PointCap Import kommen, wo wir die Pläne, Grundrisse und Schnitte importieren können. Hier bereiten wir uns aber erstmal vor und erstellen die richtigen Ebenen dafür. Wir drücken hier auf den Stapel mit den Ebenen und wir sehen hier auch schon vordefinierte Ebenen von ArchiCAD. Wenn man sich jetzt nach unten scrollt, dann sehen wir, dass wir hier 99 für den Import haben. Insofern drücken wir jetzt hier Neu und sagen 99 Point Cap Grundrisse und so weiter. Wir haben jetzt die Ebenen für die 3D-Punktwolken erstellt, für Ansichten, Grundrisse, Lageplan und Schnitte. Bestätigen das Ganze hier und gehen jetzt auf Point Cap Import. Und müssen jetzt dem BIMM Import sagen, wo unser Projekt, das PointCap Projekt liegt. Dazu gehen wir jetzt noch einmal in unsere Ordnerstruktur und ins Tutorial. Und jetzt müssen wir jetzt nicht den Austauschordner, sondern den letzten Projektordner vom BIMM, also wo unsere Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Lage liegen und kontrolliert, also das haben wir jetzt auch benannt, weil die jetzt auch schon kontrolliert worden sind und sehen dann, wenn wir die Verbindung geschaffen haben zu dem Projekt, dass wir alles, was wir hier erstellt haben, in PointCap hier auch gleich sehen und wir können jetzt hier bestimmen, was wir machen wollen. Wir fangen mal mit den Schnitten an, weil sie ganz wichtig sind für das Anlegen der Geschosse. Deswegen wählen wir jetzt alle Schnitte und wir können auch hier alles auf einmal markieren. Wir haben auch hier nochmal alle Schnitte, Längsschnitt und Querschnitt. Wir sagen, Zieltyp ist nicht Geschoss bei uns, sondern Schnitt erzeugen und die Zielnamen werden dann automatisch übernommen. Das ist okay für uns. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, dass wir hier auf dieses Icon drücken müssen,
dann haben wir die Möglichkeit, die ArchiCAD-Ebene zu bestimmen und dann können wir auch hier bestimmen, dass wir die auf PointCap-Schnitte legen wollen. Und wenn wir jetzt zufrieden sind, sagen wir Anwenden. In dem Moment sehen wir, dass auf der rechten Seite ein Schnitt nach dem anderen jetzt angelegt wird und das BIM-M-Tool arbeitet für uns. Wir schließen jetzt das Fenster gleich und gucken uns das Ganze an. Im Erdgeschoss sehen wir, dass die Schnitte jetzt auch schon dargestellt werden. Wir sehen auch den Projekt Nullpunkt und können jetzt eigentlich schon zufrieden sein, weil das recht gut aussieht. Wenn wir jetzt in den Längsschnitt gehen, den ersten, dann sehen wir auch, dass dieser hier auch richtig importiert wurde. Der X-Punkt hier, der Nullpunkt, den wir gesetzt haben, ist auch richtig. Und so kann man sich jetzt durchklicken in den Schnitt 02. Dieser wird erstmal auch aufgebaut und auch hier passt das. Jetzt gucken wir uns noch einen Querschnitt an und sehen, auch hier können wir zufrieden sein. Sieht gut aus. Damit haben wir jetzt die Schnitte angelegt und machen das Ganze jetzt für die Ansichten ebenfalls in der gleichen Art und Weise. Wir rufen hier den Import auf und deaktivieren jetzt alle Schnitte und gehen hier oben auf Ansichten, aktivieren alle. Zieltyp ist diesmal Ansicht erzeugen und diese sollen dann auf die Ebene ArchiCAD Ansichten, hier 99 PointCap Ansichten gelangen. Wir drücken auf Anwenden und sehen, dass jetzt hier Ansichten generiert werden. Diese können wir uns jetzt auch nochmal anschauen und sehen, dass wir auch hier den Nullpunkt nochmal, der Nullpunkt ist auch hier richtig, an der Stelle der X-Punkt sieht gut aus. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt müssen wir für die Ansichten beziehungsweise fangen wir erstmal an mit den Schnitten, die wir hier angelegt haben. Gehen wir hier hin und sagen diesmal nicht Schnitt erzeugen, sondern Arbeitsblatt erzeugen. Dort wollen wir nämlich diese Bilder, die hier reingeladen werden, ablegen. Arbeitsblätter befinden sich hier rechts unten und sagen jetzt hier Schnitte und wenden das Ganze an. Dann sehen wir, dass die Arbeitsblätter jetzt angelegt werden. Und das gleiche machen wir jetzt für die Ansichten. Arbeitsblätter erzeugen und hier bei Ansichten bleiben, anwenden. Und zum Schluss werden wir jetzt noch hier die Grundrissdarstellungen reinladen, auch als Arbeitsblatt und sagen hier Grundrisse. Jetzt haben wir hier auf den Arbeitsblättern, wenn ich mir die Grundrisse angucke, Erdgeschoss, die Rasterbilder hier reingeladen, die wir hier auch nochmals hier sehen. Das sind die Bilder, die wir in dem PointCap-Projekt unter Results gesehen haben und können jetzt erstmal bei den Schnitten damit anfangen, dass wir in den Schnitten wir sehen auch, dass das Bild verschwunden ist, weil das automatisch nach dem Einladen der Arbeitsblätter hier auf den Arbeitsblätter landet. Aber wir haben schon den Schnitt angelegt, das ist das Wichtige, dass wir Schnitte und Ansichten, die wir jetzt auch hier sehen, das ist der erste Schritt bei dem Import, erstmal erzeugen und dass diese an der richtigen Stelle positioniert werden. In dem Moment können wir jetzt in den ersten Schnitt gehen zum Beispiel.
Wie gesagt, dieses Bild ist nicht mehr zu sehen, weil wir diese jetzt hier eingeladen haben. Und wir können dann hier, das ist der Längsschnitt 1,1, oder man liest das hier oben ab. Dann muss man hier auf rechte Maustaste gehen bei dem Querschnitt 1,1 und sagt dann hier als Transparentpause anlegen. Dann wird er automatisch hier eingeladen. Wir haben hier einen Fehler gemacht gerade. Sie müssen aufpassen, hier ist vom Längsschnitt die Rede. Ich habe den Querschnitt gerade eingeladen, deswegen passt er auch nicht überein. Das ist kein Problem, weil wir das gerade hier als Transparentpause eingeladen haben. Deswegen können wir jetzt einfach hier auf Längsschnitt 1,1 gehen und das wollen wir hier einladen. Und dann sehen wir, dass das hier auch passt und dass das, dass wir das genau an der gleichen Stelle haben. Und so verfahren wir jetzt weiter mit Längsschnitt 2,2. Längsschnitt 2,2, rechte Maustaste als Transparentpause anlegen. Und wir haben jetzt alle Schnitte und alle Ansichten auf die Art und Weise verbunden mit den Arbeitsblättern über die Transparentpause und müssen jetzt nur noch den Lageplan einladen. Den Lageplan sehen wir hier nicht, weil er in den Ordner hier in den Results nicht unter den Orthofotoplänen liegt, sondern in der Documentation der Lageplan. Deswegen müssen wir ihn ein bisschen anders reinladen. Dies geschieht über ein neues Arbeitsblatt, rechte Maustaste, neues unabhängiges Arbeitsblatt. Und hier sagen wir dann, dass das hier unser Lageplan ist. Dieser landet jetzt ganz oben und jetzt können wir unter Ablage gehen, externe Daten, externe Zeichnung platzieren und gehen in den Ordner Results Documentation und nehmen den Lageplan. Wir können hier, wenn wir einen Projektordner haben, relativen Pfad zum Projekt speichern und öffnen das Ganze, bekommen dann dieses Kreuz und können dann hier auf den Nullpunkt gehen mit linker Maustaste bestätigen. Dann wird der Lageplan jetzt hier eingelesen. Wir müssten diesen nur noch richtig positionieren. Wir wissen, dass diese Stelle hier auf den Nullpunkt liegt, also hier. Das heißt, wir klicken dieses Rasterbild an und gehen unter Bearbeiten, Bewegen, Verschieben oder Steuerung E und klicken hier einmal in die Ecke und verschieben diese auf den Nullpunkt. Und können das Ganze hier nochmal gegenprüfen und machen wieder Steuerung E für Bewegen. Und klicken hier diesen Punkt und setzen den dahin. Damit haben wir es ausgerichtet und können das Ganze auch hier mit dem Maßwerkzeug auch nochmal prüfen, ob das wirklich hier 5 Meter sind und sehen auch, dass das Ganze nicht im Maß ist bei uns, nicht im Maßstab. Das müssten jetzt 5 Meter sein, sind aber 26. Dann müssen wir jetzt vorher das Ganze noch skalieren, unter Bearbeiten, Verändern, Größenänderung, die grafische, okay. Und jetzt nehmen wir am besten so einen Abstand hier, die Strecke, das sollen ja 5 Meter sein, die Strecke einmal abfangen, die haben wir jetzt gefangen und gehen jetzt hier rein und sagen einfach mit der Tab-Taste rein, 5 Meter bestätigen und jetzt müssen das Ganze auch schon skaliert sein. Wir müssen es jetzt nur noch wieder auf den Nullpunkt setzen, der jetzt hier oben gelandet ist. Steuerung E. Und jetzt Feinjustierung, Steuerung E. In die Ecke gehen hier. Und hier hinsetzen. Jetzt müsste das Ganze stimmig sein. Wir können das Ganze wieder hier messen einmal mit dem Messwerkzeug M. Und prüfen das Ganze. Wir haben jetzt ungefähr 5 Meter. Wir können auch wieder ins Erdgeschoss gehen. Und da, wo wir unseren Erdgeschoss einspielen, das sehen wir auch hier in der Transparentpausenpalette, dass Grundriss EG eingespielt wird. Wir können hier jetzt aber hingehen, rechte Maustaste als Transparentpause anzeigen und haben dann den Sprung in den Lageplan und können wieder jetzt hier auf den Erdgeschoss drücken und sehen dann, dass das alles richtig ausgerichtet ist. Die Palette hier ruft man über Fenster, Paletten, Transparentpausenpalette, dann erscheint sie dann hier in der Ecke.
Zum Schluss wird in Archicad noch die Höhe der Geschosse bestimmt. Zum einen sehen wir hier im Schnitt, in dem Längsschnitt 1,1, wenn wir hier wechseln, alle Geschosse, die wir jetzt einlegen müssen, Erdgeschoss, Empore und Dachgeschoss. Wir können jetzt bei den Schnitten hier über rechte Maustaste bei den ausgewählten Schnitt in die Schnitteinstellung gehen. Und hier kann man dann bei den Geschosshöhen anzeigen, umschalten auf Anzeige und Ausgabe. Dann sehen wir auch hier die Einstellung für diese Schrift, die hier erscheinen wird. Und die hier voreingestellten Geschosse erscheinen auch jetzt hier in unserem Schnitt. Die müssen wir jetzt anpassen. Dies tun wir über rechte Maustaste auf Geschosse, Geschosseinstellungen. Und wir können jetzt hier in unserem Fall das Geschoss hier löschen und ein Geschoss, wir haben hier noch ein Geschoss über dem Obergeschoss anlegen, darüber einfügen und machen dann hier Dachgeschoss, DG. Das wird unsere Empore sein und das ist unser EG. Die Höhen kann man hier zum einen einstellen, man kann auch hier mit den Häkchen auch sagen, welche Höhen hier ausgespielt werden sollen. Was wir gerade eingeschaltet haben, die könnte man jetzt hier wieder nochmal deaktivieren. Wir wollen aber diese hier sehen, deswegen sollten die Häkchen aktiv sein. Okay, trotzdem löschen. Wir sehen jetzt die neue Einstellung hier für die Geschosse, die wir vorgenommen haben. Dann kann das an diesen Begrenzungslinien hier liegen. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier das erste Obergeschoss nicht, weil wir hier diese Sichtfenster kürzer gezogen haben. Insofern muss man dann manchmal hier nochmal schauen, was man hier anzeigt in der Höhe, was man hier beschneidet. Wir werden jetzt diese Höhen anpassen an diesen Längsschnitt. Und dies geschieht, indem wir auf die rechte Maustaste drücken, hier auf eine Höhenlinie. Und dann kann man hier auf Geschosshöhen bearbeiten wechseln. In diesem Geschosshöhenbearbeitungsmodus haben wir die Möglichkeit, die aktive Höhenlinie zu verschieben, alle darunterliegenden, alle darüberliegenden oder auch alle Höhenlinien gleichzeitig zu bearbeiten. Wir wollen jetzt aber nur diese hier anpassen. Deswegen klicken wir mit der linken Maustaste auf die Höhenlinie Empore und passen diese hier an. Unbekannte Fertigfußboden und das gleiche tun wir jetzt hier mit dem Dachgeschoss. Hier sehen wir auch schon die Problematik, dass das Gebäude natürlich verformt ist über die Jahre und wir werden hier eigentlich einen Mittelwert hier einnehmen. Also hier sehen wir, sind wir tiefer als rechts. Deswegen gehen wir hier und machen einen Mittelwert. Dann bestätigen wir mit OK und warten, bis sich die Werte geändert haben. Natürlich können wir das Ganze hier auch noch aufrunden, indem man dann hier in die Geschosseinstellungen geht. Und hier können wir dann sagen, dass wir hier bei 656 sind, 65 sind und dass wir dann hier unten bei 2,30 Meter sind. Auf OK drücken. Dann haben wir das hier auch eingestellt. In dem Moment haben wir die Geschossigkeiten angelegt für die weitere Modellierung in Archicad und haben jetzt hier auch alle Schnitte und eingeladen, die Ansichten zur Kontrolle. Und wenn ich ins Erdgeschoss gehe, können wir auch jederzeit über die Transparentpausen die nötigen Grundrisse einschalten, bis hin zu den Lageplan. Und in den nächsten Schritten kann dann auf Grundlage dieser Datei, die jetzt nur noch gespeichert werden muss, das Modell der Synagoge erstellt werden. Wir speichern das Projekt Sichern als und unseren Projektordner unter Synagoge Mainz-Weisenau. Wichtig ist hier nur zu bedenken, dass wir hier ein Archicad-Solo-Projekt anlegen, welches dann weiter bearbeitet wird.
über den Import der Grundrisse, Schnitte und Ansichten mittels BIMM-Tool in Archicad können wir auch die einzelnen Scannerpositionen, die Punktwolken in Archicad importieren. Dazu bietet uns hier das BIMM-Tool die Möglichkeit, neben dem Import, den wir hier betätigt haben, rechts davon können wir dann die 3D-Punktwolken importieren. Damit wir diese hier auch platzieren können, müssen wir aber erstmal im PointCap Punktwolken auch exportieren. Wir werden jetzt hier in dem Bereich im Erdgeschoss eine E57-Punktwolke hier über der Beamer exportieren. Dazu wechseln wir noch einmal in den letzten Stand und in dem PointCap-Projekt, wo wir auch alle Ansichten, Schnitte, Grundrisse erzeugt haben und gucken uns jetzt hier kurz an, welche Scan-Position für uns von Interesse wäre. Schalten hier vielleicht die störenden hier Ansichten aus und sehen jetzt schon, dass EG10 die interessante Position für uns wäre. Insofern können wir jetzt hier in dem Werkzeugkasten einen neuen Job anlegen, und zwar exportiere einen Punktwolkenbereich. Wir wählen das hier aus und zeichnen hier einmal diesen Bereich, wo sich die Scannerposition befindet, und können jetzt hier unten nochmal das Ganze umbenennen in Synagoge, oder wir sagen einfach E57 01, EG 01 für uns, und gucken nochmal hier in der Prozessierung, Format ist E57, Filter haben wir angegeben, dass wir separate Scans ausgeben wollen, und dann ist es wichtig, dass wir hier sagen, wir wollen nichts von der Drohne dabei haben, wir wollen nichts von außen haben, nichts vom Dachstuhl, nichts von der Empore. Wir wollen eigentlich auch lediglich diesen EG10-Scan haben, mehr nicht. Insofern werden wir das Ganze jetzt hier anstoßen. Der Scan wird jetzt exportiert. Die Punktwolke ist nun erfolgreich exportiert worden. Wir gucken uns, wo diese auch gelandet ist. Dazu schließen wir hier die zwei Fenster und sehen hier nochmal unser Projekt, PointCap-Projekt, der letzte Stand, aus dem wir die E57-Punktwolke exportiert haben, und gucken jetzt noch einmal unter Results. Hier hatten wir unsere alten Ansichten, Grundrisse, Schnitte, in der Dokumentation Lageplan und Delta, und in 3D sehen wir jetzt etwas Neues, und zwar den Export der E57-Punktwolke, die 1,4 GB groß ist. Und auf diese Art und Weise können wir beliebige Scanpositionen als E57 aus dem Projekt exportieren. Zurück zur Archicad. In Archicad haben wir jetzt die Möglichkeit, über die BIMM-Palette Punktwolken-Import zu betätigen. Wenn wir das jetzt hier anstoßen, dann öffnet sich ein Fenster, in dem wir jetzt einen Ordner definieren müssen, in dem die Punktwolken jetzt von BIMM-Tool umgerechnet werden, und zwar in verschiedene Auflösungen. Und deswegen werden wir jetzt auch diesen Ordner, der hier vorgeschlagen wird, auch übernehmen und belassen es dabei. Und Objektname wäre dann bei uns, wir können das jetzt auch benennen, beliebig benennen, und auch den E57 EG01. Dann können wir hier das Ursprungsgeschoss definieren. Das ist bei uns ja das Erdgeschoss, und die zwei Häkchen bleiben aktiv. Am besten ist es, wenn die E57-Punktwolke erstmal gesperrt ist. Die kann man in Archicad später auch entsperren, ist aber vom Vorteil, weil dann diese Referenz nicht aus Versehen verschoben wird. Und wir haben eine Archicad-Ebene erstellt für die 3D-Punktwolken, deswegen werden wir jetzt hier nochmal umschalten auf 99 PointCap 3D-Punktwolken und haben jetzt hier die Qual der Suche,
dass wir jetzt in den Ordner nochmal reingehen müssen, da wo die Punktwolke gespeichert worden ist, und wir nehmen die Punktwolke, und dann sehen wir, dass der Objektname auch hier sich automatisch anpasst an die Punktwolke, die wir ausgewählt haben. Jetzt können wir das Ganze anstoßen. Bei den Import, wie gesagt, wird die Punktwolke zerlegt in verschiedene Punktwolkengrößen, und diese werden dann in diesen Ordner dann auch landen, der sich hier in dieser Projektebene dann befinden wird. Noch einmal rein. So, wir PointGap Tutorial. Wir öffnen jetzt diese E57. Jetzt arbeitet BIMM-Tool und rechnet diese E57 Punktwolke um und legt diese in die Bibliothek von Archicad. Wir werden uns das gleich nochmal hier anschauen. Dieser Prozess wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil, wie gesagt, die Punktwolke E57 in vier verschiedene unterschiedliche dichte Punktwolken zerlegt wird. Die Punktwolke wurde jetzt importiert und wir sehen auch ihre Lage im Grundriss, also jetzt hier im Lageplan, der hier eingeblendet ist, im Grundriss, und gucken uns das Ganze jetzt nochmal in der Bibliothek an. Bibliotheksmanager. Wenn wir das jetzt hier öffnen, dann sehen wir, dass es hier auf einmal diesen Ordner PointCloud gibt, den wir definiert haben, in dem auf einmal 780 MB an Daten liegen. Wenn man das jetzt nochmal anklickt, dann sehen wir, dass, wenn man sich das als Liste anzeigt, dass wir hier vier verschiedene Größen an Punktwolken haben: 5%, 20, 25 und 50%. Das sind jetzt auch diese unterschiedlichen Megabyte-Größen. Und das ist jetzt diese zerlegte E57 in verschiedenen Detailstufen. Zurück nochmal hier. Wir schließen das Fenster und können jetzt hier ein weiteres schönes Tool sehen. Wir sehen, dass die Punktwolke jetzt auch hier sichtbar ist mit der Linie. Und wir können diese auch steuern, indem wir in den Modelldarstellungen hier unten in der Schnelloptionsleiste, wenn man hier das kleine Icon drückt, kann man dann in die BIMM-Tool-Option gelangen. Hier können wir dann entweder hier durchklicken oder auch gleich hier auf BIMM-Tool Punktwolkenoptionen wechseln und sehen jetzt die verschiedenen Punktwolke dichten, die hier uns zur Verfügung gestellt werden, für verschiedene Ansichten. Wir können auch sagen, dass wir gar keine Punktwolken in 3D-Darstellung sehen wollen, oder hier in Schnitten oder in 2D-Ansicht in Grundrissen. Es empfiehlt sich hier für 3D die geringste Auflösung zu nehmen, die auch ausreichend ist, um in Archicad zu arbeiten mit den Punktwolken. In der Kameraansicht 3D ebenfalls auf 5%, und bei 2D können wir 50% und in Schnittansicht ebenfalls 50% Punktwolke aktivieren. Wir sehen auch hier schon, dass wir eine Vorschau haben von der Punktwolke. Das sind nämlich die schwarzen Umrisse. Wir sehen die Scannerposition und die Dicke jetzt im Schnitt, der Ausschnitt, der jetzt hier im Grundriss projiziert wird, wird hier bestimmt. Das heißt, wenn wir jetzt die Oberkante zum aktuellen Geschoss nach oben schrauben, zum Beispiel auf 4 Meter, und auf OK drücken, dann wird das Ganze hier nochmal neu generiert und wir sehen, dass wir 4 Meter jetzt in den Raum greifen mit dem Ausschnitt der Punktwolke. Das kann natürlich auch störend sein für die Grundrissdarstellung, deswegen kann man das nochmal hier kleiner halten. Man kann auch sagen, wir hätten gerne eher hier 2, also 1 Meter und hier ebenfalls 1 Meter, und das reicht uns. Sekunde, das war jetzt ein kleiner Fehler. Machen wir mal hier immer noch 0,9 und dann sehen wir hier den Ausschnitt. Wenn wir jetzt diese Punktwolke in 3D sehen wollen, und wechseln jetzt hier in die 3D-Ansicht oder hier über
die allgemeine Perspektive im Navigator. Dann ist es so, dass wir jetzt die Punktwolke mit der 5% Auflösung hier auch sehen, die wir eingeladen haben. Wir sehen auch, dass wir uns hier sehr gut noch bewegen können. Wir sehen auch die Scan-Position hier, die hier auch noch eingespielt wird. Ein schönes Tool ist später zur Kontrolle während der Modellierung, ist diese Darstellung hier Standort aufnehmen. Dazu wechseln wir noch einmal in Grundriss. In den Grundriss können wir Standort aufnehmen anklicken und gehen mit der Pipette auf den Standort des Scanners. In dem Moment öffnet sich hier der BIM-Navigator, den wir jetzt auch gerne hier an die Seite andocken und ziehen das Ganze einen Tick größer noch hier. So. Jetzt ist es von Bedeutung, dass wir mit dem gedrückten Scrollrad hier links in dem Fenster das Bild verschieben und nicht rechts in den 3D-Fenster. Und wir sehen jetzt auch, dass wir bewegen uns hier in der Punktwolke, in dem Bild, in dem Panorama, und die richtige Position wird hier auch schon im 3D-Modell uns angezeigt. Und das ist natürlich etwas, was uns eine sehr schöne Kontrolle gibt, weil hier in 3D wird später unser Modell entstehen. Und so können wir dann auch gucken, ob die Öffnungen passen, und können das Ganze stets vergleichen. Wenn man jetzt hier sich bewegt hat und das Fenster jetzt hier nochmal bewegt hat, kann man immer noch hier reingehen und wir sehen, dass sich das dann nochmal wieder anpasst. Also man kann jederzeit auch nochmal hier sich doch umgucken, und wenn ich dann hier wieder mich reinscrolle, rausscrolle, dann fängt er sich wieder und zeigt mir das entsprechende Bild, den Ausschnitt. Das ist hier nochmal dieses schöne Tool, der BIM-Navigator, den wir jetzt hier schließen und gehen dann nochmal hier einmal in den Längsschnitt und gucken uns die Punktwolke jetzt nochmal im Längsschnitt, die jetzt angezeigt wird, die wir jetzt hier eingeladen haben. Insofern haben wir diese jetzt im Erdgeschoss, in den Längsschnitten und Querschnitten und auch als 3D-Punktwolke eingeladen. Und das können wir jetzt, die Datei können wir jetzt einmal speichern als Ausgangsdatei für weitere Planungen. Wir gehen nochmal hier ins Erdgeschoss, positionieren uns nochmal hier und speichern das Ganze. Und speichern die PLN-Datei Solo-Projekt.